österreichische Exporteure kamen mit den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der letzten Jahre an sich sehr gut zurecht. Die österreichische Leistungsbilanz erzielte 2015 einen Überschuss von 8,5 Milliarden Euro. Das ist jener Betrag, in dem die Einnahmen aus den Exporten die Kosten für die Importe von ausländischen Waren und Dienstleistungen übersteigen. So gesehen waren österreichische Produkte im Ausland durchaus gefragt. Dies verdanken wir in erster Linie einmal unserer hochentwickelten Industrie, allen voran den Maschinen- und Autobau und dies im Zuge internationaler Prozessketten für die Herstellung von Automobilen, allen voran nach Deutschland. Aber auch die Bau- und Transportindustrie trägt ihren Beitrag dazu. Das zweite Standbein ist eindeutig der Tourismus. Im Jahr 2015 konnte Österreich 100 Millionen Nächtigungen von ausländischen Gästen verzeichnen. Diese Gäste ließen 16 Milliarden Euro in Österreich, während umgekehrt Österreicher im Ausland nur 8 Milliarden ausgegeben haben. Daher bleiben unter dem Strich wiederum 8 Milliarden für Österreich. Durchaus, die österreichische Außenwirtschaft ist wirklich eine Erfolgsstory. Der einzige Nachteil ist, dass Österreich seit längerer Zeit Probleme hat, ausländisches Kapital anzuziehen. Bestehende Beteiligungen bleiben zwar aufrecht, aber neue Projekte werden kaum realisiert. Langfristig wäre es wichtig, ausländisches Kapital anzuziehen, um langfristig auch erfolgreich zu sein, zu bleiben.